Grüezi miteinander. Ich will Ihnen heute wieder einen Gegenstand vorstellen, wo es auf den ersten Augenblick vielleicht gar nicht ganz klar ist, für was man den denn hätte brauchen können. Und zwar geht es um den Gegenstand, den ich hier vor mir habe. Ein Hinweis, in welche Richtung mindestens der Gebrauch von dem Gegenstand aber gegangen ist, gibt der Raum, wo ich mich hier drin befinde. Sie sehen, ich bin hier in unserer schönen alten Küche. Und tatsächlich hat der Gegenstand im weitesten Sinn mit Kochen, mit Essen zu tun. Vielleicht genauer noch mit dem, was man eben in so einer alten Küche im Gegensatz zu unseren neuen nicht vorfindet. Nämlich einen Kühlschrank oder einen Eischrank. Was hat man also früher gemacht, vor der Zeit vom Kühlschrank, wenn man Essen hat wollen aufbewahren, haltbar machen? Die Geschichte von der Konservierung von Lebensmitteln geht schon in die Urzeit von der Menschheit zurück. Schon ganz, ganz früh, also in prähistorischen Zeiten, haben die Menschen herausgefunden, dass man zum Beispiel durch Räuchern Fleisch und Fisch kann haltbar machen oder dass, wenn man Früchte trocknet, dass man sie dann auch im Winter noch geniessen kann. Auch das Pökeln, also das Einlegen von Lebensmitteln in Salz, war etwas, das man schon sehr früh gekannt hat, allerdings nur in Gegenden, wo man Zugang zu Salz hatte, wie zum Beispiel im österreichischen Hallstatt, wo wahrscheinlich schon vor etwa 7000 Jahren Salz abgebaut worden ist. Ein Problem aber, wo all diesen bislang erwähnten Konservierungsmethoden von Lebensmitteln gemeinsam ist, ist, dass sich die Lebensmittel doch ziemlich verändern, wenn man es räuchert, wenn man es pökelt, wenn man es trocknet. Es ist ja schon nicht ganz gleich, ob ich in einem frischen Löffel beiß oder an einem trockenen Löffelring knage. Lange Zeit sind solche Methoden aber fast das Einzige, die man machen konnte, um Lebensmittel aufzubewahren. Einer, der das Ende des 18. Jahrhunderts ziemlich angefangen hat zu nerven, war der Napoleon. Natürlich vor allem darum, weil der Napoleon ja seine Soldaten auf Feldzüge durch ganz Europa geschickt hat und er nach Möglichkeiten gesucht hat, wie seine Soldaten eben können vorbereitetes Essen mit sich tragen, damit sie sich so können unabhängig versorgen. Der Napoleon hat darum ein Preisgeld von 12'000 Goldfranc ausgesetzt für derjenige, der Methoden entwickelt, wie man kann Essen möglichst unverändert und möglichst lang haltbar machen. Gewonnen hat es dann ein Koch 1810, wo Nicolas Appert geheissen hat. Der hat nämlich gemerkt, dass man eben, wenn man Essen auf 100 Grad Celsius erwärmt und dann luftdicht verschließt, dass dann fast alle Esswaren haltbar bleiben. Richtig durchgesetzt hat sich aber die Methode vom Einkochen erst durch die Erfindung von einem deutschen Chemiker. Der Rudolf Rempel aus Gelsenkirchen hat nämlich etwa 1880 solche Gläser erfunden, Gläser also mit so einem Gummizug. Und so ist es eben sehr einfach möglich geworden, eingekochte Lebensmittel luftdicht abzuschliessen und aufzubewahren. Wie das aber bei Erfindungen oft der Fall ist, ist nicht etwa der Rudolf Rempel reich und berühmt worden, sondern der Mann, der nach dem Tod von Herrn Rempel das Patent erworben hat, ein Mann mit dem Namen Johannes Karl Weck. Der Johannes Karl Weck hat dann ab 1900 solche Gläser industriell produziert mit seiner Firma J. Weck & Co. Und zwar mit so durchschlagendem Erfolg, dass sie sich nicht nur auf der ganzen Welt verbreitet haben, sondern dass sie sogar den Namen für das Verfahren gegeben haben. Noch heute reden wir ja von Einweckgläser oder eben vom Prozess vom Einwecken für das Einkochen von Lebensmitteln. In der Schweiz war es aber bald ein Handelsglas, das Herr Weck seinen Gläser Konkurrenz gemacht hat. Ein Glas, das gar nicht so weit weg von Stefa produziert worden ist. Nämlich das grüne Bülacherglas. Das Bülacherglas ist eigentlich aus einer Not entstanden.
Und zwar ist während dem Ersten Weltkrieg sind die Gläser aus Deutschland, die Imachgläser, mangelbar geworden. Und der Bundesrat selber hat angeregt, dass man doch in der Schweiz selber anfangen soll, Imachgläser zu produzieren. Die Imachgläser aus Bülach sind dann erst ab 1920 auf den Markt gekommen, aber das mit einem riesigen Erfolg, sodass die grünen Gläser bald bis in hintersten Bergkrachen der Schweiz bekannt sind. Und ich denke, mindestens die älteren Generationen kennen die grünen Bülachgläser heute noch gut. Ein Problem ergibt sich aber bei diesen Imachgläsern. Und zwar ist es ja gut und recht, dass hier eben die Lebensmittel ganz gut verschlossen, fast ewig haltbar bleiben. Aber irgendwann hat man ja dann doch Hunger, will die Sachen rausnehmen und essen. Und dann steht man manchmal eben vor einem Problem, dass die so gut verschlossen sind, dass man die Gläser fast nicht mehr öffnen kann. Und da kommt jetzt endlich unser Gegenstand ins Spiel. Was wir hier nämlich haben, ist ein Öffner für genau solche Einmachgläser. Wie er funktioniert, fragen Sie sich. Ganz einfach, er gibt gerade selber darüber Auskunft. Und zwar ist etwas vom Besonderen bei dem Gegenstand, dass die Gebrauchsanweisung auf seinem Holzkörper gerade selber abgedruckt ist. Das ist recht praktisch, das erspart einem nämlich das Suchen von diesen Gebrauchsanweisungen, die man doch wieder irgendwo verleiht hat. Man hat also die Schlaufe über den Deckel vom Glas gelegt, hat dann hinten eine Schraube zugezogen, bis ein Spalt zwischen dem Gummi und dem eigentlichen Deckel gegeben hat, und der ist dann aufgesprungen. Ob es funktioniert hat, weiss ich nicht. Allerdings haben die Öffner von der Firma Schlingmann aus Bremen, wo auch eben das einer davon ist, grosse Verbreitung gehabt in dieser Zeit. Es scheint also durchaus geholfen zu haben. Wenn man die Beschriftung auf dem Holzkörper von dem Öffner nochmal anschaut, dann sehen wir, dass auch ein Preis hier abgedruckt ist. 3,85 Franken hat so einen Öffner gekostet. Man kann davon ausgehen, dass der Öffner ungefähr aus den 1930er Jahren stammt und in dieser Zeit hat ein Kilo Brot zwischen 45 und 75 Rappen gekostet. Also das Äquivalent vom Wert für den Öffner wären etwa 6 Kilo Brot. Das Einkochen von Lebensmitteln aller Art ist vor allem in der Zeit zwischen etwa dem Ersten Weltkrieg und den 1960er Jahren ganz weit verbreitet gewesen. Ich habe zwar keine Zahlen spezifisch für die Schweiz gefunden, aber in Deutschland gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass vor dem Zweiten Weltkrieg etwa 90% von allen Haushalten Obst, Gemüse, aber auch Fleisch eingekocht und eben so Gläser aufbewahrt haben. Das Einkochen ist ja wirklich als Mode propagiert worden. Koche auf Vorrat hat der Slogan geheissen, mit dem die Firma Weck ihre Werbung gemacht hat. Allmählich sind dann die Imachgläser aber doch ein bisschen von den Konservendosen verdrängt worden. Die Leute haben aufgehört, alles selber zu kochen. Es war praktischer gewesen, die Konservendosen, die man in allen Lebensmittelgeschäften bekommen hat, zu posten. Außerdem hat sich natürlich immer mehr in allen Küchen Kühlschränke und Eisschränke befunden. Und das hat es einigermaßen überflüssig gemacht, eben solche Methoden zur Haltbarmachung von Lebensmitteln. Die Bülacher Gläser sind auf jeden Fall im Jahr 1972 eingestellt worden, also die Produktion von denen. Allerdings, wie bei so vielen, gibt es auch bei den Imachgläsern so eine Art Renaissance in den letzten Jahren. Und zwar hat das so mit dem wieder aufkommenden Bio- und vor allem Selbermacht-Trend zu tun, sodass eben auch Einmachgläser wieder viel mehr gebraucht werden. Die Firma Weck hat 2015 angefangen, ihre Gläser wieder zu produzieren, die sie auch in den 80er Jahren vor allem eingestellt haben, die Produktion. Es gibt die also wieder. Und in dem Zusammenhang feiert sogar unser Gerät hier eine Art Comeback. Das Gerät, das Sie hier auf dem Bild sehen, sieht ein bisschen anders aus, aber vom Prinzip her funktioniert es noch genau gleich. Auch das ist also so ein Glasöffner. Unser Gegenstand hier ist also auch ein Zeugnis dafür, wie sich unser Alltag verändert, aber eben auch in manchen Sachen gleich bleibt.
Er zeigt, wie es auch bei so etwas wie Essen und Kochen Mode gibt, die aufkommen, die wieder verschwinden und dann plötzlich wieder da sind. So, jetzt habe ich aber viel von Einkochen, Einschliessen, Einlagern geredet. Dabei macht das Museum ja bald wieder auf. Am 20. August ist es endlich soweit und wir eröffnen unsere Museumssaison. Wir können Sie also bald hier im Haus wieder begrüßen, auch in dieser schönen alten Küche. Auf Videos über Gegenstände aus der Museumssammlung werden Sie aber nicht ganz verzichten müssen. Es wird weitere so Videos geben, allerdings erst nach einer kurzen Pause, die wir jetzt einmal brauchen, um unsere Ausstellung aufzubauen, damit wir dann auch parat sind, wenn es hier losgeht. Bis bald also, hier im Museum. Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch.